Wäre der Spuk mir nicht selbst begegnet und wäre ich nicht schonungslos als Beute diesem rasenden Ungetüm vorgeworfen worden, ich hätte der Erzählung anderer selbst nicht geglaubt. Von der Existenz dieser wilden Bestie habe ich mich mit allen wachen Sinnen und am helllichten Tage überzeugen können. Dieser Schlag traf mich so unvermutet und so hart, wie es kaum ein anderes Unglück vermocht hätte. Meine Liebe zur Wahrheit veranlasst mich, unverfälschtes öffentliches Zeugnis abzulegen, getrieben von der Hoffnung, dass es eines Tages der Wissenschaft gelingen wird, das Rätsel des Spuks zu lösen. Ein Rätsel, durch das schließlich die gesamte Familie aus unserer geliebten Heimat vertrieben und vernichtet wurde. Melchior Joller, Zürich, 12. September 1863. Alles beginnt in einem Antiquariat in Leipzig. Ein Buchtitel springt mir ins Auge. Spuk, ein Rätsel der Menschheit. Ich lese, Spuk ist der größte Verstoß gegen den gesunden Menschenverstand und guten Geschmack. Ich kaufe das Buch. Ein Sonderangebot. Im Mittelpunkt des Buches steht eine unglaubliche Spukgeschichte. Melchior Joller, ein Schweizer Anwalt, wird von einem furchtbaren Spuk heimgesucht. Ein Poltergeist treibt sein Unwesen. Fenster und Türen fliegen auf und zu, bis sie zerbrechen. Bilder und Möbel werden umgeworfen, faustgroße Steine prasseln auf Kinder nieder. Da die Phänomene sehr laut sind und meist tagsüber auftreten, lässt sich der Spuk nicht lange geheim halten. Hunderte von Zeugen bestaunen die unerklärlichen Erscheinungen. Es entsteht ein regelrechter Spuktourismus. Melchior Joller ist ein fortschrittlicher Politiker, der jeden Hauch von Aberglauben bekämpft. Er forscht verzweifelt nach der Ursache des Spuks, findet aber keine Erklärung. Die Erlebnisse schreibt er penibel in ein Spuktagebuch. Im Herbst 1862 bleibt ihm und seiner Familie nur noch die Flucht. Sie ziehen nach Zürich und bald darauf nach Rom. Dort stirbt Melchior Joller als gebrochener Mann mit 47 Jahren. Die Geschichte klingt nach einem Gruselfilm ohne Happy End. Ein Spukhaus, das seine Bewohner vertreibt und vernichtet? War es wirklich Spuk? Ist alles bloß Aberglaube oder Legende? Was ist damals wirklich passiert? Rätsel ziehen mich immer schon magisch an. Ich will dieses Rätsel lösen. Als ich im Heimatort von Melchior Joller ankomme, in Stanz, herrscht absolute Finsternis. Es ist der 5. Dezember, die Nacht von St. Nikolaus. Das erinnert mich eher an eine Geisteraustreibung. Kurz nach Mitternacht. Ich gehe in meine Pension. Das Haus ist mindestens 300 Jahre alt. Unmöglich, sich hier leise zu bewegen. Das Schuhgeschäft gegenüber heißt Joller, wie der Anwalt aus dem Spukhaus. Ein Zufall? Sicher. Einer mit Bedeutung.
Für mich fängt Spuk da an, wo die physikalischen Gesetze auf den Kopf gestellt werden. Ich habe meinen Freund Christian um Hilfe gebeten. Er wohnt in Luzern und hilft mir bei der Recherche. Gibt es das Spukhaus noch? Einen Verdacht werde ich nicht los. Ist vielleicht alles nur ein Fake? Christian hat Kontakt zum Kapuzinerkloster hergestellt. In der Bibliothek soll noch ein Exemplar des Original-Spuk-Tagebuchs existieren. Jollas Aufzeichnung kenne ich bisher nur aus zweiter Hand. Gibt es diese Originalschrift überhaupt? Hat Melchior Jolla wirklich existiert? Der Senior des Klosters, Pater Benno, kümmert sich um mich. So. Schauen wir doch mal nach, ob Sie das Buch haben. Da der Zettel. Ich habe ihn ja nicht mal hin. Ja. Melchior Jolla. Darstellung selbsterlebter mystischer Erscheinungen. Hanke Verlag, Zürich, 1863. Das M. M 21-3, 21-1, 21-2. Es ist wie verhext. Ausgerechnet dieses Buch fehlt. Immer noch kein Beweis für die Existenz des Spuktagebuchs. Als ich Pater Benno von meinem Filmprojekt erzähle, will er mir unbedingt etwas gegen Spuk mitgeben. Vielleicht hilft es ja auch, wenn man nicht dran glaubt. Also das Frauenfälle sei, es soll das Böse soll fliehen, heißt im Sinn nach. Ja. Das geben wir vor allem, das ist sogenanntes Malefizfach, das heißt eben gegen die Hexen. Da ist ein Stücklein Wachs drin und eben mit einem besonderen Segen. Bisher kenne ich das Spukhaus nur als Kupferstich. Christian bringt mich mit Barbara und Heini gut zusammen. Sie kommen beide aus Stans. Das war es damals, ja. Genau. Ja. Und sieht das annähernd noch so aus? Ja. Ja, ja. Ja, ja. Stall ist nicht, glaube ich, nicht mehr hier. Mhm. Aber man kann es als solches noch erkennen. Und heißt das noch Speichermaterial? Ja. Ja, ja, das heißt schon. Das hilft ja, ja. Viele Ideen. Ich habe es mal gelesen, so natürlich. Und es ist ja sehr faszinierend. Mhm. Und weil es ja auch sehr gut dokumentiert ist, breit dokumentiert ist und glaubwürdig, ist es auch wahrscheinlich auch ein Aufhänger in diesem Buch. Ist es ja auch. Das ist schon ja, sehr spannend. Ja, ja. Ja, hätte es nicht gerne mitgemacht, wahrscheinlich. Ja, ja. Es ist höchste Zeit, das Haus wird jetzt nächstens abgerissen. Ja, ja, das ist ja der Wahnsinn. Das ist so ein Wahnsinn. Hier das wisst ihr, Dieses Haus wird abgerissen. Im Grunde die erste Frage war, ob das Haus noch gibt. Aha, ja. Das steht noch, jetzt noch. Aber es ist aber der Backerzahn ist schon vorwärts. Das Haus soll abgerissen werden. Mir ist sofort klar, ohne Spukhaus kein Film. Ich überzeuge den Eigentümer, den Abriss zu verschieben. Das Filmteam, Panacostoglu, zweite Kamera, der Autor, Johannes Imdahl, erste Kamera, Bernd Schreiner, Ton und Irene Stöckli, Aufnahmeleiterin aus Stans.
Wir haben 6 Tage Zeit für Dreharbeiten im Spukhaus. Wenn es überhaupt gespukt hat, dann war das hier, der Ort des Geschehens, der Tatort. Spukt es hier noch? Werden wir dem Geheimnis auf die Schliche kommen? Werden wir das Rätsel lösen? In dieser Woche habe ich 5 Experten zu einem Ortstermin eingeladen. Sie sollen mir bei der Lösung helfen. Die Treppe in den 1. Stock. Juni. Es war Zeit für das Nachtessen, doch mein Sohn Oskar erschien nicht. Wir suchten ihn im ganzen Haus. Endlich fanden wir ihn in einer Kammer, wo er wie leblos in tiefster Ohnmacht lag. Es dauerte eine ganze Weile, bis er wieder zur Besinnung zurückgebracht werden konnte. Nach einigen Stunden, wie er der Sprache wieder mächtig war, erzählte er uns, dass kurz nachdem er in diese Holzkammer getreten sei, es 3-mal an die Türe geklopft habe. Dies habe er wenig beachtet. Da sei die Türe plötzlich aufgefahren und eine weißliche, unförmige Gestalt hereingekommen, worauf ihm Sehen und Hören vergangen sei. Wenn die Beschreibung stimmt, war hier zu Jollas Zeiten eine Terrasse. Welcher Jolla hat sie mit Asphalt gedeckt? Ein ungewöhnliches Baumaterial für die damalige Zeit. Deshalb gerät dieses Material auch sofort in Verdacht, die Ursache für die unerklärlichen Spukerscheinungen zu sein. Der sogenannte Saal. Angeblich gab es hier besonders viele Spukphänomene. Der Trockenboden und der Kamin des Hauses. Aus diesem Kamin sollen die faustgroßen Steine herausgeflogen und im Garten auf seine spielenden Kinder gefallen sein, ohne sie zu verletzen. Wie macht man einen Dokumentarfilm über ein Spukhaus? Die Phänomene mit dem Computer umsetzen? Das ist Sache des Spielfilms. Mein Ehrgeiz ist, auf Ausstattung und Requisiten zu verzichten. So weit wie möglich mit dem zu arbeiten, was wir im Hause finden. Und Filmtricks so reduziert wie möglich einzusetzen. Erster Drehtag, 1. Szene. Eine Tür soll von alleine aufgehen. Die Szene ist gedreht, schwenkt zum Team. Plötzlich. Das stand nicht im Drehbuch. Juli. Hatte ich anfänglich all die seltsamen Berichte meiner Familie als Einbildungen abgetan, so geschah heute etwas, das mich erschaudern ließ. Abends von einem Gerichtstermin aus Luzern nach Hause gekommen, rief mich meine Frau ins Treppenhaus hinunter. Es gab 10 bis 12 hastige Schläge, als wenn jemand ängstlich an eine Tür klopft, um eingelassen zu werden. Nach kurzen Pausen wiederholte sich das mehrmals und veränderte ständig seine Position. Deshalb dachte ich, es sei etwas Lebendiges, eine Ratte etwa. Ich klopfte stark an die Wand, um es zu verscheuchen.
Doch statt zu fliehen, gab es mir wie bei einem Echo mit demselben Klopfen Antwort. Es folgten laute Schläge, wie von einer Faust ausgeführt. Endlich klopfte es gegen die Stubentüre. Das erste Mal und so, als ob jemand Eintritt verlangte. Ich öffnete die Tür. Es war niemand zu sehen. Falls Spuk an einen bestimmten Ort gebunden ist, will ich vorbereitet sein. Wir installieren Mikrofone und 3 Infrarotkameras, mit denen man auch bei absoluter Dunkelheit Bilder aufzeichnen kann. Kamera 1, der Eingangsbereich. Kamera 2, der dritte Stock. Kamera 3, unser Nachtlager in der Stube. Mit Infrarot und ohne. Das Team erwartet zwar nicht, dass etwas Paranormales passieren wird, dennoch wundert sich niemand, dass wir die Nächte alle im selben Raum schlafen. Ich will alles festhalten, was wir im Haus entdecken, alles über Melchior Joller und die Aussagen der Experten. Ich hoffe, dass mir nichts entgeht und ich das Rätsel löse. Mein Talisman von Pater Benno. Schaden kann's nicht. 16. August. Was ich über Experimentalphysik in meiner Bibliothek noch vorfinden konnte, wurde nachgeschlagen. Doch ohne einen passenden Schlüssel zu diesem Rätsel zu finden. Überzeugt, dass mir jemand diesen Spuk machte, suchte ich nach Beweisen und bin mit meinem Stilett bewaffnet in den Keller gegangen. Ich hoffte, eine Apparatur zu finden, die man bei mir heimlich installiert hatte. Ich untersuchte alles sehr sorgfältig, konnte aber nichts entdecken. Jeder Tag beginnt ab heute mit der Sichtung des Infrarotmaterials der vergangenen Nacht. Im Schnelllauf können wir noch nichts Ungewöhnliches entdecken. Ja, ich habe es verstanden. Jetzt tue ich mich besprechen und mit. Heute soll unser erster Experte kommen: der Bauingenieur Werner Husmann. Doch offenbar gibt es ein Problem. Also, folgende Situation. Herr Husmann hat sich das überlegt und er will diese Recherche machen, bevor er etwas aussagen kann vor laufender Kamera. Das ist jetzt sein Problem. Ist kein Problem. Und wenn er das nicht machen darf, dann wird er diese ganze Aktion abblasen. Nee, ist kein Problem. Werner Husmann hat sich viele Jahre mit dem Fall Joller beschäftigt. Wir arbeiten uns durch sein Archiv. Husmanns These? Melchior Joller war hoch verschuldet. Sein Hauptgläubiger wollte sein Hab und Gut und setzte ihm einen Untermieter als Poltergeist ins Haus. Der Untermieter war es, der die Familie mit dem Spuk aus dem Haus getrieben hat. Wo genau hat es gespukt? Anhand der Pläne von Husmann versuchen wir uns zu orientieren. Über dem echten Milchkeller nach vergleichbaren Typenhäusern wird von Joller nicht erwähnt, da 1850 der Speicher zugunsten eines vermietbaren Hinterhauses aufgegeben wurde. Verschwiegen wird aber ebenfalls die zweifelsohne weiterhin vorhandene Verbindungstüre Küche-Speicher, auch nicht unter dem Prädikat abgeschlossen, vernagelt, verrammelt etc. Im Tagebuch findet sich das, dass es einen vermieteten Anbauteil gibt, bei dem es auch nicht so heiß herging. Die Kinder sind dann auch manchmal rüber, um da ihre Ruhe zu finden. Ne?
Aber hier, das ist natürlich das Interessanteste jetzt. Dunkles Gänglein nach Jolla Haupttummelplatz der Erscheinungen. Verbindung zwischen Abtritt und Hauptgebäude. Nach seinen Angaben eingetragen. Das gucken wir jetzt mal. Das ist die 18. Das geht also jetzt das ist auf jeden Fall, das hier ist das Gänglein. Ja. Ja, das hier ist das Gänglein. Weil hier ist die Haustür. Die Haustür, der Balkon genau. Da, der Eingang und dann muss das hier dieses Fenster sein. Und es geht da hier auch leicht um die Ecke. Ja. Auf jeden Fall, was ist denn das hier, dieses... War vielleicht auch einmal noch etwas angebaut? Das müsste man ja von außen noch sehen. Irgendwelche Spuren oder so. Und hier? Was ist hier hinter? Denn die Außenwand? Das ist da die Außen. Mit dem... Eingangsbereich. Nachdem Husmann das Haus noch einmal untersuchen konnte, ist er bereit, seine Ergebnisse am Tatort zu demonstrieren. Wir sehen hier noch den Kamin, der den Rauch vom Hüttenfeuer hinaufführte in die Küche. Hier ist die Hüttentreppe, die führt der nordwestlichen Mauer entlang in die Küche oben und ist gegen die Küche und gegen die anderen Kellerräumlichkeiten mit Holz verschalt. Mein stärkstes Argument dagegen, dass es ein sogenannter echter Spuk war, also ein im Volksaberglauben Wurzel und Spuk, sondern dass es eine richtige Intrige war, ist nebst anderem, dass der Mieter im Hinterhause mit seinen drei Kindern und der Frau ruhig in seinem Häuschen wohnen blieb, während vorne dran im Haupthause ein Hexensabbat tobte. Der Joller schreibt über die Klos, dass der ursprüngliche Einzelsitz, der als Erker außer Hauses war, nun eigentlich ins Hinterhaus geriet. Nicht? Und im Hinterhaus wurde dann parallel dazu ein zweites Klo gebaut. Also es entstand ein zweisitziges Klo, musste ja beide senkrecht über der Jauchegrube sein. Für den Vermieter? Für den Mieter des Hinterhauses. Und dazwischen hatte es eine dünne Bretterwand, es kann nicht anderes gewesen sein, von der Joller sagte, es sei nicht möglich, vom hinteren Klo zum vorderen Klo zu kommen. Wie ist es denn möglich? Man kann die Wand wegnehmen. Ja, aber das merkt man doch, oder? Natürlich merkt man das. Aber wenn man vorher rumort und Krach macht, dass niemand mehr im Haus ist, dann kann ja der Mieter raus und kann die Wand wegnehmen. Ich schleiche mich hier aus dem dunklen Gänglein raus, vergewissere mich, dass niemand im Hausgange ist, und schleiche dann leise, mit leisen Tritten, schleiche ich dann die Treppe hoch. Gehe in den oberen Hausgang wieder zurück, gegen die Türe, die auf die Laube führt. Und warte hier eine Weile. Sind Sie vermummt? Ich bin zur Sicherheit, damit man mich nicht erkennt, bin ich vermummt, habe ich mir irgendwelches Tücher über den Kopf gezogen. Und nun verstecke mich nicht mehr. Verschwinde schnell wieder. Wohin verschwinden Sie? Ich verschwinde zum Beispiel auf die Laube. Oder ich kann auch hierher verschwinden. Denn ich bin ganz sicher, dass jetzt niemand raufkommt.
kann jetzt ruhig hier oben warten, bis die erschreckten Kinder und die Frauen alle rausgerannt sind. Um 12 Uhr, wie einer der Knaben auf meinem Zimmer zeichnete, also das war dort im Advokaturbüro, hörte er, indem ich aus der Türe trat, als ob jemand in starken, dumpfen Tritten neben seinem Stuhle aufträte. Also so, wie ich da das vorgemacht habe. Hier kam er rein, der Untermieter, respektive der Mieter vom Hinterhaus, die Hüttentreppe hinauf in die Küche, dann war er da. Nee. Hier rein, die Treppe rauf und dann stand er da. Und dann hat er noch ein paar Schritte zu dieser Türe, das ist diese Türe, und war dann in seinem Wohnbereich. Er hat den Kopf verloren. Er war einerseits in der finanziellen Klemme, andererseits hat er seine politische Laufbahn gefährdet gesehen, respektive sein Ende gesehen als Politiker, und hat auch sein Ende gesehen als, ja, als vermögender angesehener Mann. Er hat also einfach, soll ich sagen, sein Gesicht verloren, würde ein Asiate sagen. Ich glaube eben, bei dieser ganzen Grampolerei war auch der älteste Sohn, der Robert, dabei. Denn manchmal traten diese Lärmereien gleichzeitig an verschiedenen Orten auf. Es war also nicht nur der Mieter, sondern es musste noch ein zweiter, vielleicht sogar ein dritter dabei gewesen sein. Aber es ist doch ein grausamer Vater, was sagen Sie denn dazu? Wer macht denn sowas? Wer quält denn seine Familie? Das weiß ich nicht, da bin ich überfragt. Das heißt, ich habe mich auch schon gefragt, wie kann einer sowas machen? 26. August. Gegen Abend hörten das Dienstmädchen und meine Tochter Melanie durch das Gänglein schwere, dumpfe Tritte gegen die äußere Türe kommen, wo es den schweren Eisenriegel aufrüttelte und die Türe langsam öffnete. Da sie niemanden erblickten, erfasste sie die Angst dermaßen, dass sie sich durch das Fenster aus einer Höhe von 12 bis 13 Fuß in die Gartenlaube herunterstürzten, wo sie mit leichter Fußverstauchung davonkamen. Im Team ist eine erste Anspannung zu spüren. Die Tatsache, dass wir in einem angeblichen Spukhaus leben, zeigt erste Wirkung. Nein, dass sich steigern wird. Also diese Vermischung, dass es nicht weniger wird. Vorhin meinst du irgendwie, dass du dich so sehr mit dem Thema beschäftigst, dass du diese Unwahrscheinlichkeiten immer mehr abstreifst, immer mehr Erklärungen findest. Aber ich denke, dadurch, dass viel Unbekanntes wir ja auch aufdecken, irgendwie, dass sich das dann wiederum steigern wird. Also ich glaube nicht, dass es irgendwie von Nacht zu Nacht immer schwächer wird und wir immer Normaleres empfinden werden, sondern man kann sich da auch reinsteigern. Ja, es gibt auch irgendwie diesen Effekt, dass sozusagen Gefahren erst entstehen, wenn sich eine Normalität etabliert hat. Mhm. Also ich kenne das in so Städten wie zum Beispiel, also wenn du nach New York kommst und läufst da tagelang rum und alle haben dir vorher erzählt, pass auf dein Portemonnaie aus und auf und gib acht. Und du bist 5 Tage da und denkst und passt unheimlich gut auf und denkst aber dann am 6. Tag, naja, ist doch alles okay. Ne? Am 10. Tag kommt irgendwas. Husmann kann Beweise vorlegen für die Verschuldung von Melchior Joller. Der Bauer Lussi hat damals nach Jollers Auszug sein Haus und seine Ländereien übernommen. Das Lussi-Wappen, das Lamm Gottes mit der Fahne, ziert noch heute eine der Türen.
Nicht folgen kann ich Husmann, wenn er behauptet, dass Jolla bei dem Spuk selbst mitgemacht haben soll. So wird ein Rätsel durch 10 neue ersetzt. Dennoch, dass jemand diesen Spuk inszeniert hat, der Verdacht ist noch nicht vom Tisch. Beim Frühstück berichtet mir Johannes von einem seltsamen Erlebnis am frühen Morgen. Wenn ich mich jetzt darauf konzentrieren würde, wie ich jetzt das Glas hochnehme, dann würde es schief gehen. Ich genau denke mir, welchen Finger jetzt wohin und so. Das würde ich doch übertragen. Ja, das stimmt. Ja. Kann man eben zu der Haustür gehen? Ja. Kannst du mir das nochmal zeigen? Ich bin mit Kamera. Ich geh mit Gott. Ich geh mit Gott. Also hier so. Wie war das nochmal? Sag mal. Ich zeig mal. Alles war folgendermaßen. Ich habe die Tür für hier den herausgeschlossen. Ich kam rein, ich habe die dazu gemacht. Dann bin ich irgendwann rausgegangen. Habe die Tür zugemacht. Bin weggegangen, kam wieder. Wollte wieder rein und es war abgeschlossen. Und die Rain kam. Das hat sich sehr gewundert, weil es wirklich verschlossen war mit dem Schlüssel. Es könnte ja jemand abgeschlossen haben, aber ja. Ich war noch nicht auf. Panna war noch nicht auf. Ich war auch nicht lange draußen. Ich wusste, wo du warst und es hat auch, hätte ja keiner einen Grund gehabt, jetzt nochmal abzuschließen. Ja. Aber ich habe auch alle gefragt. Wir entdecken im Saal, hinter Vorhängen verborgen, 2 Wandschränke. Der eine enthält Staub aus 2 Jahrhunderten, der andere Bücher aus dem 19. Jahrhundert. Eine Reisebeschreibung und Der Kartenkünstler von 1898, ein Buch über Kartentricks. Damit hatte niemand mehr gerechnet. Das Original-Spuktagebuch. Selbsterlebte mystische Erscheinungen. Ein Rätsel ist gelöst. Das Buch gibt es wirklich. Irene trifft auf dem Markt Brigitte Flüele, eine Redakteurin aus Zürich. Angeblich hat ihr Vater Kontakt zu den Urenkeln von Jolla in Rom. Als sie von einer Geheimschrift erzählt, lädt Irene sie spontan ins Haus ein. Nicolao Jolla ist dann immer wieder vorbeigekommen mit seiner Familie, mit seiner Frau, mit seinen 2 Kindern, mal mit einer Flasche Olivenöl vom Weingut seiner oder vom Bauernhof, wo seine Frau aufgewachsen ist, und mit Akten aus dem Familienarchiv in Rom. Und die haben meinen Vater sehr interessiert und er hat sich dann Fotokopien angelegt und hat immer mehr Material gesammelt und war dann immer ganz aufgeregt. Ich habe das dann immer gehört, ja, der Jolla kommt, der Jolla kommt. Und der Jolla hat auch mal das Manuskript mitgebracht von den mystischen Erscheinungen. Und das hat mein Vater dann fotokopiert. Und ja, das liegt bei uns zu Hause. Und irgendwann hat dann der Nicolao Jolla gesagt, ja, es würde auch ein Manuskript geben, wo der Melchior Joller, also sein Urgroßvater, der Bisnonno, aufgeschrieben hätte, warum es gespukt hätte.
Und er hat meinem Vater versprochen, er würde das mitbringen das nächste Mal. Und das nächste Mal hat er es vergessen. Und das übernächste Mal war er nicht in Rom, um das zu holen. Und das überübernächste Mal war es auch nicht da. Und so ist das Manuskript leider nie zu uns gekommen. Und außen drauf würde stehen, in einem römischen Dialekt, glaube ich, das sei nur für die Familie bestimmt. 3. September. Die Sache hatte sich wie ein Lauffeuer verbreitet, auch über das Dorf hinaus. Die Zeitungen berichteten mittlerweile überregional. Die Lage wurde immer peinlicher. Die Schläge an den Fußboden und gegen die Wände wurden immer heftiger. Es war, als wenn jemand mit Riesenkräften mit einem großen Vorschlaghammer versuchte, das Haus einzureißen. Die Wucht war so groß, dass in der Küche unser schwerer Eichentisch um Zentimeter vom Boden aufsprang und die daraufliegenden Gegenstände abwarf. Ich hatte wirklich Angst um das Haus. Vom Lärm angelockt liefen die Leute aus dem Dorf zusammen, bekreuzigten sich und beobachteten das Haus aus sicherer Entfernung. Mein nächster Experte ist der Physiker und Psychologe Dr. Walter von Lucadou aus Freiburg. Er forscht seit 20 Jahren über Spuk. Sein Motto: nichts glauben, aber alles für möglich halten. Der Fall Jolla ist für ihn der am besten dokumentierte Spukfall der Geschichte. Er zitiert ihn in jedem seiner Vorträge. Deshalb ist für ihn heute ein besonderer Tag. Er ist an einem bedeutsamen Ort, das erste und wahrscheinlich letzte Mal. Also ich habe bei dem Hussmann sozusagen den Eindruck, dass er einfach nur zeigen will, die ganze Sache existiert nicht, das ist alles inszeniert. Und jetzt sucht er halt immer wieder neue Argumente. Und wenn dann eins wegbricht, dann sucht er sich halt ein anderes. Und so sollte man eigentlich in der Wissenschaft nicht vorgehen. Man sollte andersrum vorgehen. Man sollte alle Dinge, die es gibt, sozusagen nebeneinander legen, auf den Tisch legen. Und dann sollte man schauen, kann man in diesem ganzen Wirrwarr an Daten irgendwie eine Gestalt finden? Aber nicht so rum, dass man die Gestalt schon hat und die dann in diesen Daten finden will. Das ist zwar eine Methode, die viele anwenden, aber die ist halt gefährlich. Ich möchte aber auf der anderen Seite diese Arbeit, nämlich dass es sozusagen diese politischen Verhältnisse, wie das damals war und wir ja so zu neigen, in so romantischer Rücksicht das alles für eine heile Welt zu halten, dass er das aufdeckt, dass es nicht der Fall war. Und insofern ist diese Arbeit wertvoll. Und dann habe ich mir immer gesagt, ja, was war denn in dieser Familie los? Die müssen doch ein Problem gehabt haben. Und in dem Buch findet man kein Problem. Das wird so dargestellt als Idealfamilie, ein großes Haus, alles geht gut und so weiter. Ein angesehener Mann, ja. Was hat jemand für ein Problem? Und jetzt kommt raus, dass die Familie tatsächlich in ihrer Existenz bedroht war und dass Jolla das möglicherweise nicht mit seiner Familie besprechen konnte. Und man muss sich vorstellen, das ist ein extremer Stress. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass das die psychologische Ursache für den ganzen Spuk war. Glauben Sie, dass er das, den Spuk selber gemacht hat? Das halte ich für ziemlich ausgeschlossen. Also erstens, was hätte er davon gehabt? Jolla hat wirklich unter diesem Spuk gelitten. Er nimmt sich ja sozusagen total zurück. Aber gerade in dieser Art und Weise, wie er das schildert, spürt man doch, dass da ein erheblicher Leidensdruck war. Und ganz zu schweigen von seiner Familie. Und ich glaube nicht, dass irgendein Familienvater seiner Familie sowas zum Spaß antut. Also oder nur um irgendeinen Vorteil davon zu haben. Und tatsächlich hat er ja überhaupt keinen Vorteil gehabt. Es gibt keinen Grund, warum Jolla diesen Spuk bewusst inszeniert haben sollte. Was hätte er davon gehabt? Also das ist meiner Ansicht nach eine sehr unwahrscheinliche Konstruktion. Jolla hätte, wenn er nur das Gesicht hätte wahren wollen und hier, sagen wir mal, ausziehen und seine Schulden irgendwie, da hätte er viel bessere Möglichkeiten gehabt. Und er war ja sicher auch politisch kein Novize, der keine Ahnung vom Geschäft hat. Er hätte ganz einfach irgendwie seine politischen Gegner instrumentalisieren können, hätte irgendwie eine Position ergriffen und gesagt, ich mache da jetzt nicht mehr mit und ich ziehe jetzt weg. Und es wäre ihm sozusagen
noch als Ehrenmann angerechnet worden. Also ein Spuk sich sozusagen auf den Hals zu setzen, um damit irgendwie Anerkennung zu finden oder das Gesicht zu wahren, ist absoluter Unsinn, weil ich aus Erfahrung weiß, und der Joller wusste das auch und schreibt es auch, dass damit keiner was gewinnen kann. Alle Spukopfer, die ich kenne, haben Schaden davon erlitten, und sei es nur dadurch, dass man sie lächerlich gemacht hat. Und das ist bei Joller genau passiert. Auf jeden Fall schönes Holz. Dann schreibt er ja mal, dass das so gedrückt hat. Dann schreibt er ja, dass er die Türe sozusagen von zwei Seiten her betrachtet hat und gesehen hat, dass sich das richtig durchbiegt. Ja, das, genau. Ja, ja, das kann unmöglich, also das kann nicht so sein, dass da jemand da, aber das sind ja auch massive Türen. Und das ist schön hier, diese Intarsien. Das ist ganz schön, ja. Ich meine, das kann man doch nicht abreißen. Wenn das heute passiert wäre, das, was Joller passiert ist, was würden Sie machen? Also erstmal ist es so, dass die Sachen, die Joller schildert, heute passieren. Also die gibt es immer noch. Wir haben erstaunlicherweise, sagen wir mal so, alle 4 Wochen, manchmal auch in kürzerem Abstand, Ständen, Fälle, die von ähnlicher Qualität sind. Und das Erste, was ich den Betroffenen rate, ist, das möglichst nicht weiter zu erzählen. Also sozusagen das nicht nach außen gehen zu lassen, sodass die Massenmedien sich da nicht die Bevölkerung drauf stürzt, weil, wie der Fall Joller auch zeigt, hinterher die Betroffenen immer diejenigen sind, die den größten Schaden haben. Joller hatte ja eine sehr große Familie, und wenn jetzt, also hier diese ganzen Familienmitglieder, die natürlich alle, also wo eine ganze Reihe in Betracht kämen, die sozusagen in dem typischen Alter sind. Meistens, in vielen Fällen, sind Fokuspersonen Jugendliche im Pubertätsalter, die naturgegeben irgendwie ein Problem haben, das meistens nicht verbalisieren können. Und da kämen natürlich hier gleich mehrere Kinder in Frage. Aber man kann auch nicht ausschließen, dass die Fokuspersonen Erwachsene sind. Aber da passieren doch Sachen, die gegen unsere herkömmliche Physik verstoßen. Ja, nur auf den ersten Blick. Also erstens mal ist es gar nicht so einfach zu sagen, was physikalisch möglich ist oder nicht in unüberschaubaren Situationen. Also ich gebe jetzt mal ein Beispiel. Es ist eine beliebte Aufgabe eines Physikstudenten auszurechnen, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass diese Kaffeetasse jetzt hier einfach nach oben fliegt. Das kann man tatsächlich ausrechnen. Und zwar müssen nur alle oder noch nicht mal alle, ein Teil der Moleküle, die hier drin sind und die ja wild durcheinander schwingen, zufälligerweise mal in die gleiche Richtung schwingen, und dann fliegt die Tasse nach oben. Wenn man das ausrechnet, kommt heraus, dass das praktisch also in so und so viel Weltaltern gerade mal einmal zufällig vorkommen kann. Wir wissen aber aus der Physik, dass in verschränkten Systemen, also in Systemen, wo komplizierte Zusammenhänge sind, wo es Rückkopplungsschleifen gibt, also schon allein dadurch, dass ich die Tasse anschaue, ändert sich die Physik, und die kann sich unter Umständen so dramatisch ändern, dass wir am Schluss eigentlich nicht mehr sagen können, was passiert. Es gibt ja diese angeblich verschollene Schrift. Ja. Und wir fahren ja nach Rom. Ja. Was könnte in dieser Schrift stehen? Entweder ist es so, dass der Joller wirklich sozusagen, was nämlich beim Spuk auch häufig passiert nach einer bestimmten Zeit, sozusagen diesen Wechsel des Aspektes, des Gesichtspunkts wirklich vollzogen hat. Und dass er gesehen hat, dass es was mit ihm zu tun hat oder seiner Familie, jetzt im weitesten Sinne. Und wenn Menschen sowas entdecken, nachdem sie so lange sozusagen nach außen geschaut haben, dann ist es wirklich häufig auch
ein schockierendes Erlebnis. Eine andere Möglichkeit besteht darin, dass Joller, und es wäre auch sehr verständlich, in die konventionelle Betrachtungsweise, nämlich diese spiritistische Vorstellung von armen Seelen, zum Beispiel die Vorstellung, dass seine Großmutter ihn bestrafen sollte und so weiter, dass er diese Sichtweise gewählt hat. Auch da würde ich sagen, ist es schon eine Annäherung, einer gewissen Weise von dieser Externalisierung wegzukommen, um zu sehen, aha, das hat ja doch was mit uns zu tun, mit der Familie zu tun. Und in diesem Fall wäre das natürlich ein totaler Bruch mit seiner bisherigen liberalen, naturwissenschaftlich geprägten Weltanschauung. Und das könnte auch einen Schock ausgelöst haben. Was ich weniger erwarte, also das wäre aber auch eine Möglichkeit, aber da wäre ich dann sehr überrascht, wenn Joller in dieser Schrift geschrieben hätte, ja, also ich habe da das selber inszeniert oder ich habe da gemeinsame Sache gemacht oder ich weiß, die und die politische Partei war das und so weiter. Also wenn er sozusagen diese Sichtweise angenommen hätte und gesagt, naja, das Ganze war doch nur Lug und Betrug. Das glaube ich eigentlich nicht. Ein Gruppenexperiment. Wir wollen wissen, wie das damals etwa geklungen hat. Für von Lucado ist Spuk ganz alltäglich. Der Fall Joller ein echter Spukfall. Der Experte Husmann liefert ihm noch ein fehlendes Puzzleteil für sein Spukmodell, Jollers Schulden. Nach Lucado ist Auslöser von Spuk immer extremer Stress. Von ihm erfahre ich auch, dass Melchior Joller in Zürich über Nacht weißhaarig geworden sein soll. Jetzt habe ich verstanden, soll er gesagt haben. Was er in jener Nacht erlebte, hat er aufgeschrieben. Ist das die Geheimschrift? Gibt es ein Familienarchiv in Rom? Befindet sie sich dort? Ein Weg führt jetzt nach Rom. Nachts werde ich von einem Geräusch geweckt. Zwei kurze Schläge. Der Wecker zeigt 3.29 Uhr. An diesem Morgen bin ich aufgeregt. Wir spulen auf 3.29 Uhr vor. Eine Tür hat sich selbstständig gemacht. Noch kein Beweis für Spuk. Wahrscheinlich war es nur ein Luftzug. Das Team ist nicht ganz so sicher. Seitdem wir wissen, dass sich in Jollers Familienwappen sechszackige Sterne befinden, sehen wir plötzlich überall Sterne. Auch die Wahrnehmung unseres Tonmanns hat sich seit unserem Einzug verändert. Ich habe das überprüft. In Deutschland gibt es auf dieser Schokocreme keinen Stern. Dort ist die Fläche glatt. Irene bringt ihren Hund Barilla mit. Im Lexikon der Parapsychologie hat sie gelesen, dass Säugetiere einen Sinn für Spukphänomene besitzen. Seit Jahrhunderten gibt es Berichte darüber von Katzen und Hunden. Ich will mich ihrem Experiment nicht verschließen.
Irene behauptet später, dass Barilla hier im Saal Angstsymptome gezeigt hat und fliehen wollte. Ich denke eher, der Boden war ihr zu glatt. September 16. Noch schlimmer als das ständige Gepolter aber waren die unheimlichen Berührungen. Meine ganze Familie, aber auch etliche, die zu Besuch waren und sich im Hause aufhielten, erzählten immer wieder von schauderhaften Berührungen, wie von kalten spitzen Hundekrallen. Ich selbst erlebte, als ich einmal eingeschlafen war, dass mir mein jüngster Sohn über die Wange strich. Ich griff nach seiner Hand, bekam sie zu fassen, doch sie war eiskalt wie eine Totenhand. Als ich erschrocken die Augen öffnete, war mein Sohn gar nicht da. Niemand war zu sehen. Der Kapuzinerpater Dietrich Wiederkehr, ehemaliger Professor für Fundamentaltheologie aus Luzern. Kapuzinermönche ruft man seit dem Mittelalter, wenn es um Exorzismus und Spuk geht. Was mir auffällt, bei, vor allem in der Darstellung und in der Interpretation von Joller, er galt auch und wollte auch gelten als nüchtern, als kritisch, Aberglauben und vorwissenschaftlichen Erklärungen abholt. Das zeigt sich dann auch, wenn er diese Phänomene interpretiert und diesen beizukommen sucht. Er schreibt ja auch Briefe, er fühlt sich angegriffen, er fühlt sich belästigt durch die Leute, die das besuchen, fühlt sich auch in eine falsche Ecke gestoßen und gedrängt, als ob er selber abergläubisch und so wäre und will das auf keinen Fall sein. Das bringt es aber mit sich, das ist mir jetzt eigentlich bei der längeren Lektüre noch mehr aufgefallen, dass er die Phänomene geradezu mechanistisch erklärt haben will. Also mit Physik, mit Luftströmungen, Aerodynamik und so weiter. Und das Äußerste, was er dann noch, was er eine Zeit lang für möglich hält, dass eines seiner Kinder Zigeunerzaubereien übernommen hätte und sozusagen diese Spukgeräte oder Spukmechanismen versteckterweise installiert. Eine Zeit lang verdächtigte auch eine Magd. 18. September. Es war so, als wenn ein Satyr uns um den Verstand bringen wollte. Gegenstände verschwanden vor unseren Augen und tauchten an anderen unmöglichen Orten wieder auf. Diese Dinge geschahen gleichzeitig mit dem anderen Tumult. Ich konnte kaum noch meinem Anwaltsberuf nachgehen. Niemand von meiner Familie wollte mehr am hellen Tag allein bleiben, geschweige denn zur Nacht. Waren es also doch Geister, also Verstorbene? Ja, aber es waren Geister, Verstorbene, insofern nicht mehr körperlich Präsente, aber als Seelen, gleich noch erdbezogene jedenfalls, also selber nicht mehr im Leib, aber doch nicht einfach in eine reine Geisteswelt abgehoben. Die haben gepoltert? Die haben eben umgekehrt, es gab eben einen Verkehr sozusagen in beiden Richtungen. Die Lebenden haben für die Verstorbenen gebetet. Umgekehrt haben die Verstorbenen sich den Lebenden bemerkbar gemacht. Vor allem haben sie sich bemerkbar gemacht, wenn sie noch der Fürbitte bedurften. Sie haben geradezu um Hilfe gerufen. Und solche Phänomene wie Stimmen, wie Geräusche, vor allem in Räumen oder zusammen mit Gegenständen, die zu tun hatten mit diesen Verstorbenen, an solche Gegenstände und auch in dieser Signalsprache sozusagen nahm man sehr oft so etwas wie den Hilferuf von Verstorbenen, meinte man darin wahrzunehmen. Pater Wiederkehr erzählte mir, dass die alten Leute hier im Dorf glauben, Melchior Jollers tote Großmutter
Veronika Gut, habe hinter dem Spuk gesteckt. Sie war eine kämpferische Nationalistin und Melchior Joller ein Liberaler. Aus dem Jenseits wollte sie durch den Spuk ihren zu fortschrittlichen Enkel wieder auf den rechten Weg bringen. Christian organisiert seit gestern unsere Reise nach Rom, direkt im Anschluss an unseren Dreh in der Schweiz. September 21. Die Behörde ernannte eine Dreierkommission, welche mit aller Vollmacht versehen eine Untersuchung in meinem Hause durchführen sollte. Hierzu musste meine gesamte Familie für 3 Tage ins Hotel Engel ziehen. Die bisherige Polizeiwache wurde abgelöst und eine andere an ihre Stelle gesetzt. Meine Befürchtung, dass die Untersuchung nicht sehr tief gehen werde, hat sich vollständig bewährt. Weil die Poltererscheinungen gefällig waren, nicht einzutreten, wurde die Sache ohne weitere Erforschung ad acta gelegt. Da wir erst mit einfallender Nacht an das leerstehende Haus zurückkamen, wagten es nur 3 meiner Kinder mit mir, dasselbe für die Nacht zu bewohnen. Es war das erste Mal, dass ich Angst fühlte, daher sehr wenig schlief. Die Nacht war ruhig. Das Staatsarchiv in Stans, der Leiter Dr. Hans-Jakob Achermann. Vielleicht gibt es hier noch ein Protokoll der Dreierkommission. Es gab damals eine Dreierkommission, die den Spuk untersucht hat. Was haben die festgestellt? Die haben festgestellt, dass nachdem sie den Untersuch aufgenommen haben, im Haus nichts mehr geschah. Gibt es das Protokoll dort? Ja, da gibt es einen Bericht, eine kurze Zusammenfassung darüber, hier im Wochenratsprotokoll vom 1. Herbstmonat 1862. Eine Fortsetzung der damaligen Vorkommnisse, einen strengen Untersuch beschlossen und hierfür eine Spezialkommission aufgestellt, nun aber seither als Tatsache konstatiert worden ist, dass seit Mittwoch, den 27. August dieses Jahres, von dem Zeitpunkte an, wo er die Untersuchung des Hauses vorgenommen hat und die Familie Joller aus demselben entlassen worden ist, bis zur gegenwärtigen Stunde keine Spur der früher beobachteten Poltererscheinungen sich gezeigt hat. Und dieses Protokoll von der Dreierkommission, haben Sie das auch? Nein, das ist nicht da. Das war eine mündliche Relation. Es gibt also nichts Schriftliches? Nein, über dieses Protokoll, über die Tätigkeit der Kommission gibt es nichts Schriftliches. Was haben die denn gemacht die ganze Zeit? Haben die da gewohnt? Nein, sicher nicht. Die haben mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit einen Polizisten, also damals einen Landjäger, in das Haus gestellt und der hat dann dort gelebt während dieser Tage und hat nichts festgestellt. Und das war's dann? Man hat ja keine Zeugen befragt? Nein. Ist das nicht ein Skandal? Boah, für die damalige Zeit nicht. Warum? Boah, das... weil man damals glaubte, mit dem habe man Genüge getan. Ich meine, Zeugen befragen, also was... Joller hat man ja nicht ganz für voll genommen, also mit seinen Aussagen und seiner Familie. Also wollte man es sicher wissen und dadurch mit dem Polizisten und dem hat man eigentlich gemeint, das sei nun das Richtige. Für das 19. Jahrhundert ist das eigentlich ein üblicher Untersuch. Bernd hat letzte Nacht Tonaufnahmen gemacht in den Bergen. Dabei kam es zu einer unheimlichen Begegnung. Und dann kamen plötzlich ein paar Leute mit Lampen auf mich zugerannt, irgendwie so. Ich habe plötzlich so Lichter gesehen, die so auf mich zukamen. Und ich dachte so, oh, ich glaube, ich bin hier nicht erwünscht. Bin ich sofort intuitiv, habe ich umgedreht irgendwie, wieder runtergefahren. Und habe mir gedacht, naja, das schaust jetzt aber doch mal hin. Und bin dann hochgelaufen nochmal. Ich habe dann eine Atmo dann auch aufgenommen und bin aus der Entfernung so hin. Und dann haben die auch schon wie so ein Licht wie so ein Suchscheinwerfer so in der Gegend
rumgedreht. Immer. Das war von Stanzelhorn oben? Nee, nee. Nein? Mhm. Nee, das war 200 Meter von mir entfernt. Also ich habe irgendwie zwei oder drei Gestalten ab und zu, so dunkle Gestalten mal gesehen, die da so entlang liefen und irgendwas gemacht haben. Ich habe aber nichts gehört. Also das war irgendwie, da lief ein Aggregat, glaube ich. Was haben die denn gemacht? Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Waren die vermummt? Nee, ich hab nur so schwarze Silhouetten gesehen einfach. Also nichts sonst. Wahrscheinlich waren es die Stadtwerke und haben da irgendwie das Basin repariert oder so. Ich habe keine Ahnung. Ja. Es war gruselig. Und ich bin so die Wiese hochgelaufen und ich war von hinten so leicht beleuchtet. Und ab und zu sind da wie so Nebelschwaden so durchgegangen. Irgendwie so und so. Und, ja. Ich bin dann irgendwann wieder eingegangen. Das hat mir gereicht. Ein Trick? Auf jeden Fall kein Filmtrick. Ein Zauberkunststück, ja. Gab es sowas im 19. Jahrhundert auch? Oh ja, das existiert seit 2-3 Jahrhunderten, solche Kunststücke. Und das liegt ja immer an der Wahrnehmung, wie das gemacht wurde. Ne? Also der Geist wurde erforscht, wie er die Bilder wahrnimmt. Man kann dann den Geist täuschen, indem man den Weg vorgibt. Und plötzlich eine kleine Falltür einbaut, der Geist bleibt stehen und nimmt dadurch das Gesehene falsch wahr. Christoph Bohrer, Zauberer und mein Experte für Lug und Betrug. Kann man denn die Spukphänomene erzeugen? Ganz sicher ja. Man könnte es erzeugen. Also das, was er beschrieben hat, ist ja hauptsächlich Materie, die erscheint. Also verschiedene Materien sind das, die erscheint. Und das ist erzeugbar. Zum Beispiel schreibt er viel Tücher, die erscheinen, Tücher, die wegfliegen. Das lässt sich zauberisch leicht darstellen. So ein Tuch in dem Fall und einfach das anders werten lassen, das ist ja alles möglich. Ne? Also als Nicht-Zauberkunst ist es schwieriger, aber theoretisch geht es auch ohne, klar. Steine, auch das ist eine Materie. Ich meine, ich sag mal, das ist nicht mehr als ein Stein erscheinen lassen. Auch das ist realistisch. Das ist unfassbar, wie mit einfachsten Dingen die Menschen sofort dann darauf hingewiesen werden, dass es mehr als Zauberei sein soll. Also ich mache einen ganz einfachen Kartentrick. Also einen Trick, einen lustigen Trick. Man lässt eine Karte wählen, es macht paff und die Karte ist dann wieder da. Irgend sowas. Kleines, lustiges. Und im normalen Leben, da lachen die Leute, klatschen. Und im Emmental, da ist ein Drittel der Zuschauer, die sind aufgestanden, verängstigt, empört, sind rausgegangen und haben noch so Teufel geschrien. Und das hat ernsthaft, also ich habe nachher mit Leuten gesprochen und die haben nach diesem Kartentrickchen geglaubt, dass ich mindestens mit dem Teufel im Bund stehe, wenn ich der Teufel selber bin sogar. 22. September. Wir hatten gerade die Stube verlassen, als wir von dort ein Geräusch hörten. Ich sprang zur Türe zurück, die ich nie aus dem Auge verloren hatte. Und an derselben, einen Augenblick lauschend, vernahm ich ein Geräusch, als ob eine Gesellschaft von mehreren Personen in Socken herumtanzen würde. Die Türe geöffnet, war es mausstill. Der schwere Tisch lag der Länge nach gegen die Türe, das unterste zu oberst, ebenso die Stühle nebst dem Hocker vor dem Sofa. Wir trauten kaum unseren Sinnen. Es mochte seit unserer Entfernung aus der Stube erst eine Minute verstrichen sein. Seitdem ich in diesem Haus bin, weiß ich, das wäre die einfachste Stelle zum Realisieren. Die Stube hat zwei Ausgänge, gehen zwei verschiedene Zimmer. Das heißt, er könnte das Zimmer verlassen haben in eine Richtung,
Wenn die Tür zu ist, haben die Leute eine Minute Zeit, von der anderen Seite reinzukommen. Ich sage mal, zwei Leute auf dicken Socken können das Erlebnis von 4-5 Menschen darstellen. Und in einer Minute kann ich das Zimmer verwüsten. Welches Phänomen hat dich am meisten beeindruckt? Vom Lesen her ganz klar, wo viele Steine runterfallen und den Menschen, der drunter ist, aber nicht verletzt. Wie macht man sowas? Jahrelanges Üben? Keine Ahnung, ist die ehrliche Antwort. Der Zauberer ist eindeutig. Also doch, Spuk ist machbar. In einer Pause erzählt seine Assistentin Iris Baumgartner von einer paranormalen Erfahrung. Wenn hier etwas passiert, dann flipp ich aus. Weil meine größte Angst ist, Stimmen zu hören. Das gibt ja Menschen, die das tun. Und das möchte ich niemals. Das würde mich wahnsinnig machen. Ich war 14, 13 Jahre alt. Und ich hörte immer in unserer Wohnung, in der Alten, in Endbürgen, so Schritte in der Wohnung. Und auch oft den Atem in der Nacht und ich kriegte oft große Angst. Und eines Abends mal war meine Mutter nicht zu Hause, aber mein Bruder. Und ich wollte schlafen gehen und da hörte ich es wieder. Und ich kriegte Angst, wollte zu ihm rübergehen, sagte, kann ich mal zu dir kommen? Da sagte er, ja, jetzt hör mal auf, tu nicht so blöd, geh wieder zurück. Und bin ich wieder zurück in mein Zimmer gegangen, habe ich hingelegt, dann war es ruhig und auf einmal schränzten die Poster von den Wänden ab. Und dann hatte ich so eine selbstgebastelte Vase und da waren so getrocknete, wunderschöne Rosen drin und fingen die an zu knistern. Dann hat es mir gereicht. Habe ich mein Bettzeug gepackt, zum Bruder rüber, habe mich hingelegt und bin einfach da geblieben. Am nächsten Morgen habe ich das dann meiner Mutter erzählt und meiner Familie, außer meiner Mutter hat mir niemand geglaubt. Und dann gingen wir in unser Schlafzimmer. Die Fenster alle waren zu, die Tür war zu, also es war keine Luft da. Und waren diese getrockneten Rosen wie vor Hand so zermahlen am ganzen Boden zerstreut. Und da bin ich fast ausgeflippt und habe ich gesagt, ich wohne hier nicht mehr länger. Und dann musste ich zu einer Frau gehen, die ist Astrologin und arbeitet viel mit diesen Dingen zusammen, die ist aus Endbürgen. Und habe dann mit ihr ungefähr 2 Stunden gesprochen und dann hat sie mir gesagt, sie denkt nicht, dass das etwas Böses ist, sondern ich soll mit dieser Person sprechen. Und ich sagte ihr dann auch, dass ich das Gefühl habe, als ob das eine junge Frau war. Und ab diesem Punkt an habe ich dann einfach gesagt, jetzt bitte nicht, lass mich in Ruhe, ich möchte schlafen, du kannst später reinkommen. Und dann hörte ich sie auch rausgehen, dann war Ruhe. Und manchmal, wenn ich zum Beispiel weinte oder so, habe ich wie gespürt, dass sie sich zu mir hinlegte. Und es war einfach kalt und manchmal macht es mir Angst, manchmal war es beruhigend. Ja, und jetzt wohnen wir nicht mehr da, aber sobald ich zurückgehe in diese Wohnung, höre ich es. Dann ist sie da. Also wenn das Ganze ein inszenierter Spuk war, was würde das denn bedeuten? Ich wage ja fast nicht zu hoffen, dass es so war, weil das wäre genial. Ich würde die Leute bewundern. Das wäre ein Jahrhundertmysterium. Sowas wirklich logistisch aufzubauen und so durchzuziehen, dass weder die Menschen im Haus noch die Leute zugezogen werden, was entdecken können. Ich würde auf die Knie fallen und sagen, das war der Zauber-Event des letzten Jahrhunderts. Wow. Würdest du so einen Auftrag annehmen? Ich sage es mal so, wenn ich moralisch wäre, dürfte ich natürlich nicht, weil es Menschen erschreckt, eine Familie vernichtet, aber rein vom Künstlerischen unbedingt. Weil also das wäre ein Jahr Vorbereitungszeit für mich. Ja, ein Jahr, also wie ein neues Bühnenprogramm auch ein Jahr dauert. Ich glaube, das Haus kennenlernen, die Regie aufzubauen wäre spannend. Ich wüsste dann, während 6 Monaten muss der Spuk aufgebaut werden. Wo beginne ich? Wo setze ich Höhepunkte? Wo muss es ruhig werden? Da muss ich vorher denken, was wird der Mann unternehmen? Wen wird er holen? Was wird er untersuchen? Das ist total spannend. Und dann entgegenzuwirken, schon im Voraus alles planen. Man müsste
Mechanismen einbauen, also zwischen Decke und Boden, die klopfen können. Es müssten alle Gänge ganz klar sein, wo kann man durch, auch blind im Dunkeln, wo kann man durchgehen, wo knarrt, quietscht der Boden, wo kann ich mich bewegen, ohne dass es tönt, ohne dass es Lärm macht. Also man müsste praktisch einen Spukplan des Hauses errichten, einen echten Plan. Es muss erstmal was passieren, was Aufmerksamkeit erregt. Ne? Und dann steigert man das langsam. Und nachher muss dann ein volles Rohr kommen. Also wenn man den Täuschungsgrad erreicht hat, wo er nicht mehr weiß, also plötzlich war er sicher, also gibt es eine Stelle im Buch, wo er gekippt ist, wo er sagt, jetzt glaubt er, dass es nicht normal ist. Ne? Und dann muss eine Zeit lang wirklich volles Rohr passieren, dass es wirklich zugeschüttet wird. Jede Erklärungsmöglichkeit muss eliminiert werden. Aber fünfmal Lohnkosten für ein Jahr sind bestimmt 100.000. Ja, mehr vermutlich. Es sind auch noch es müssen mindestens ein, zwei Spezialisten dabei sein. Also, ja. Und das wäre eben, also der Aufwand, der steht in keinem Verhältnis zum Ertrag. Das würde man nicht machen. Ich glaube nicht, dass es inszeniert war, weil das ist eine irrsinnige Aufgabe, wo es dann keinen Applaus gab, sozusagen. Ne? Ich denke, es war nicht. Es ist zu groß der Aufwand für das Ergebnis. Zuerst das Gefühl, der Lösung ganz nah zu sein, dann wieder eine Sackgasse. Spuk durch Menschenhand, leichter gesagt als getan. Wenn man es ernsthaft durchdenkt, wirkt es absurd und das Motiv verflüchtigt sich. Wartet in Rom die Lösung? Wann will der anrufen? Anja, eine Freundin von Christian, wird unsere Aufnahmeleitung in Rom sein. Der Termin im Anschluss an unseren Dreh ist gefährdet. Hast du dir denn gesagt, dass... Ich würde dir das einfach nochmal versuchen zu sagen. Die letzte Expertin, Beatrice Rübli, ein Medium. Drei Kameras sind installiert. Das Experiment, sie will bei der ersten Begegnung mit dem Spukhaus ungestört sein. Das Team wartet zu lange draußen. Was mir besonders aufgefallen ist, sind viele Stimmen. Viele Stimmen. Wie hören Sie die? Wie Sie meine Stimme hören? Ja, genau. Wirklich? Mhm.
Und aber auch, was die sagen? Mhm. Wenn ich dann nicht gut... Man muss sich vielleicht vorstellen, dass es, wenn man jetzt alles miteinander hat, dann müsste man sich auf etwas konzentrieren. Man hat 20 Stimmen und diese 20 Stimmen reden durcheinander. Da müsste ich genau sie fokussieren und dann würde ich vielleicht verstehen, was sie mir sagen wollen. Aber wenn ich einfach 20 Stimmen höre, dann hört man vielleicht da was und da was. Aber nichts Genaues. Reden die Stimmen Schweizerdeutsch, oder? Nein, die reden verschiedene Sprachen. Also die hier schon, ja. Was ich immer interessant finde, ist bei mir, bei anderen vielleicht anders, ist, wenn es im Moment ist, dann ist es sehr farbig und je weiter es zurückliegt, dann wird es auch in den Bildern immer mehr bräunlich, schwarz-weiß, so wie die alten Fotos. Das finde ich immer sehr amüsant, wie sich das auch, wie die Farben verblassen in diesem Film. Mhm. Weil das eben etwas ist, was ich schon der Überzeugung bin, dass so ein Haus wie ein Informationsspeicher dann fungiert, also dass das nie weggeht. Können Sie sich vorstellen, dass welcher Jolla diesen Spuk selber mitproduziert hat? Es gibt diesen Verdacht. Aber schon, also nicht bewusster Natur. Oder denken Sie jetzt an bewusst inszenierten Spuk? Nein, das glaube ich nicht. Ich nehme ihn einfach nicht so wahr, als dass er sich in eine solche Geschichte dann reinsteigen würde. Das glaube ich überhaupt nicht. Ich habe hier die Vermutung, dass es sich um Wesenheiten gehandelt hat, die sich hier in diesem Haus auf ziemlich dramatische Art und Weise dann bemerkbar gemacht haben. Und meine Vermutung und die ist, dass es mit dieser Großmutter und den Ereignissen auch, die von dieser Zeit oder aus dieser Zeit heraus dann zu Geschehnissen geführt haben, dass es sich dass es damit zu tun hat. Es gibt natürlich auch von der Großmutter kein Bild, das ist sehr merkwürdig. Doch, habe ich eigentlich schon ein Bild. Die ist für mich keine kleine Frau. Und dann wirkt sie ziemlich streng, hat die Haare streng nach hinten gekämmt. Und vielleicht hat sie sich gar. Ich glaube aber schon, dass es ein Porträt gäbe von ihr. Ich sehe sie nicht, aber nur als Porträt. Ich sehe sie nicht in Bewegung. Und da wirkt sie so sehr streng. Und vielleicht kommt das irgendwann. Vielleicht hat das dann jemand. Ich könnte sie jetzt zeichnen. Soll ich den Stift nehmen? Nein, ich kann eben das dann nicht so gut. Meine erste Phantomzeichnung vor laufender Kamera. Wie schaut sie? Lächelt sie? Guckt sie streng? Er hat ja so ein leichtes Lächeln. Ne? Ja, das hat sie nicht. Aber nicht diese, aber nicht, nein, nicht streng, aber einfach nicht dieses. Das ist ja fast so ein bisschen herausfordernd, dieser Blick und diese Mimik. Ja. Das hat sie nicht unbedingt. Aber das wäre jetzt wie zu streng, da wirkt sie ja fast schon herrisch. Woher hat sie das Bild empfangen? Aus dem Jenseits? Also die Augen, die... Aus ihrem Unbewussten? Sie guckt eben nicht streng wirklich. Sie hat so Augen, die nicht... Sie hat wohl etwas gehabt, was überzeugt, aber eben nicht einfach durch Strenge, sondern vielleicht eben auch durch Überzeugung, Inbrunst oder sowas. Wären Sie interessiert, was in dieser Schrift steht? Wir fahren ja nach Rom. Mhm. Ja, da wäre ich sehr interessiert. Was wirklich steht in der Schrift? Haben Sie eine Vorstellung? Eben, ich habe die Vorstellung, dass er einen Einblick hatte in diese geistigen Zusammenhänge. Und ich denke, er hatte Einblicke in etwas, was vielleicht die Welt des Spukes und der Verstorbenen dann wirklich auch wieder verlässt. Und wurde sich gewahr, das bin ich auch überzeugt, eigener Unzulänglichkeiten.
2. Oktober. Gegen 8 Uhr morgens war ich Zeuge von dem sonderbaren Herumhüpfen eines Apfels, Renette. Derselbe kam von oberhalb des Hauses über die Stiege herunter, an der Haustüre vorbei, von welcher er dann in mehreren Sprüngen an mir vorüber durch den Gang in die Stube hüpfte. Nach kürzester Rast hüpfte er in mehreren Sprüngen durch den Hausgang in die Küche. Die Magd warf ihn aus dem Küchenfenster hinaus. In wenigen Augenblicken kam er wieder zum gleichen Fenster hereingeflogen, auf den Küchentisch. Unsere letzten Stunden vor dem Auszug aus dem Spukhaus. Zum Roomteam gehört außer dem Kameramann und mir Brigitte Flüeler. Sie ist unser Türöffner bei den Jollas. Ich habe vieles ertragen. Das fürchterliche Poltern, die mächtigen Erschütterungen, die Ängste um Leib und Leben unserer Familie. Ich habe die Sensationsgier ertragen und dass die staatlichen Stellen mich allein gelassen haben. Ich habe auch ertragen, dass die zahlreichen Zeugen von ihren Aussagen abrückten und sich nicht mehr erinnern wollten. Eines aber konnte ich nicht ertragen. Die anonymen Angriffe in den Zeitungen, die feigen Gerüchte, den Hohn und Spott ausgerechnet aus den Reihen meiner Freunde. Das war ein Angriff auf die Ehre meiner Familie und hat uns das Fundament für das Bleiben in unserer geliebten Heimat entzogen. Einige Antworten, doch noch mehr Fragen. Ein Rätsel hat sich dennoch für mich gelöst. Egal, welche Erklärung man bevorzugt, hier an diesem Ort ist im Jahre 1862 etwas Ungeheuerliches geschehen. Was hier geschehen ist, wir hoffen in Rom auf Antworten für all unsere Fragen. Wir kennen Anja die Aufnahmeleitung noch nicht. Damit wir uns nicht verpassen, schlug ich vor, ein Schild mitzunehmen. Oh, ich kämpfe mit dem Telefon. Hi. Wir fahren in einen Vorort von Rom. Riccardo Jolla, Melchior Jollas Urenkel, lebt hier mit seiner Frau und 2 Söhnen. Im 10. Stock. Die alte Schweizer Nationalhymne. Was drückt die Inszenierung aus? Wir sind Schweizer im Exil. Der Empfang ist herzlich, aber eine Enttäuschung. Ich erfahre, das Familienarchiv ist gar nicht hier. Es befindet sich bei seiner Schwester Maria Pia im Zentrum von Rom. Wir gehen ins Hotel. Im Foyer ein fast leerer Kartenständer. Es gibt nur noch ein einziges Motiv. Und das erinnert mich an das Buch, mit dem alles begann. Auf dem Weg zu Maria Pia, der Hüterin des Archivs. Das soll ich klingen? Hallo? Ja, siamo noi, si Brigitte. Ecco, adesso anche subito. Sì, grazie. Den finde ich toll mit diesen einsam verlorenen Blumentöpfchen. Ja. Ein Gastgeschenk, ein Fotoalbum mit Fotos vom Haus ihres Urgroßvaters. Riccardo bedauert, dass das schöne Haus abgerissen werden soll.
Brigitte spricht kein Italienisch, deshalb Französisch mit Riccardo. Maria Pia will nicht gefilmt werden. Riccardos Frau Gabriella und Sohn Emanuele. Peut-être ils ont acheté cette porte n'importe où et ils l'ont mis dans leur maison. Et cette montre, elle, peut-être que Melchiorio l'a. Non, no, potrebbe, senz'altro perché è il più piccolo. Il più piccolo, nonno, no? Quindi questi sono i quattro, le tre sorelle. Alfredo Iola. Riccardos Großvater Alfredo, der kleinste auf dem Bild. Plötzlich schrumpfen 140 Jahre zur Gegenwart zusammen. Il tempo, insomma, non è più in vita. Però c'è questo, dice allora, questa è la Veronica Gutte, che era una donna di fortissimo, questo già sapevamo, e vuole influenzare Melchior Joller con questi fenomeni. Dall'aldilà. Dall'aldilà, insomma. Meine Phantomzeichnung. Für Riccardo ist die Sache klar. Seine tote Großmutter steckte hinter dem Spuk. Und dann drängt mich Brigitte in den Flur. Meine Phantomzeichnung. In Öl. Ich bekomme eine Gänsehaut. Ich sehe sie nicht, aber nur als Porträt. Ich sehe sie nicht in Bewegung. Und da wirkt sie so. Anne dell'interessato. No, si è parlato nell'assenza. Sì, ma questo è una cosa di film. Si inizia senza sapere qualcosa, certo. Poi si sente tutto. No, ma per questo dico, no? È interessante. Che dice lui? sì. Perché j'ai beaucoup di monde a parler de Joller, no? C'est juste, c'est très intéressant à apprendre qu'est-ce. Mais c'est Joller qui dit, qui dit de lui-même. Oui, non? C'est ça. Ah. Et c'est une autre facette de cette histoire. Apprendre sa vérité, c'est pas tout la vérité, mais c'est la vérité de Joller. Lui, comme ça. Die Frage der Fragen. Gibt es die geheime Schrift? Was hat Melchior Joller in jener Nacht erlebt und aufgeschrieben? Ich sage ihm, dass ich Melchior Joller endlich selbst zu Wort kommen lassen möchte. Die geheime Schrift soll dann für alle Zeiten belegen, was damals wirklich geschehen ist. Maria Pia flüstert Brigitte zu, es gibt diese Schrift in meinem Archiv. Ich habe sie von meinem Bruder Nicolao geerbt. Auf dem Deckblatt steht nur in Familienbesitz. Riccardo behauptet, er muss das Archiv erst ordnen, bevor wir es filmen dürfen. Was steckt dahinter? Nur Familiengeheimnisse? Riccardo zeigt sich einverstanden, möchte aber noch 2 Monate Zeit. Was machen wir? Gut. Der passende Ort. Bocca della Verità, der Mund der Wahrheit. Nach der Legende beißt der Mund zu, wenn jemand ein Lügner ist. Seit unserem Besuch in Rom habe ich von Riccardo und Maria Pia 2 Post bekommen. Eine Karte zu Weihnachten und ein DIN A4 Brief mit Fotos von unserem Besuch. Familiengeheimnisse brauchen Zeit und ich brauche Geduld. Ich schreibe ihnen regelmäßig zu allen kirchlichen Festen. Ich werde Familie Joller zur Filmpremiere nach Stans einladen. So nah vor dem Ziel gebe ich nicht auf. Rätsel ziehen mich immer schon magisch an und lassen mich nicht mehr los.